Kommen zu Tagesordnungspunkt 35, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Städte der Zuflucht in Hessen unterstützen für eine solidarische Asylpolitik statt Abschiebung und Ausgrenzung von Geflüchteten, Drucksache 19-4916. Zusammen mit dem Dringlichen Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 69, Antrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Aufnahme und Integration von Flüchtlingen gut gestalten, europaweite Solidarität notwendig, Rückführung vollziehbarer Ausreisepflichtiger. Das ist die Drucksache 19-4962. Frage, wer wünscht das Wort zur Begründung? Frau Kollegin Faulhaber, bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Europa rüstet seine Außengrenzen gegen Flüchtlinge auf. An den Landesgrenzen zu Drittstaaten entstehen und entstanden meterhohe Stacheldrahtzäune. Im Mittelmeer patrouillieren die Europäische Grenzschutzagentur Frontex und nationale Marineverbände. Flüchtlinge sollen davon abgehalten werden, überhaupt in die Nähe der europäischen Grenzen zu kommen. Und für diesen Zweck kooperiert die Europäische Union mit fragwürdigen Regierungen, z. B. Autokraten wie Erdogan oder Warlords in Libyen. Trotz aller Hürden aber schaffen es schutzsuchende Menschen immer wieder, europäischen Boden zu erreichen. Die meisten Asylsuchenden, die über die Ägäis nach Griechenland kommen, finden sich aber in einer Falle wieder. Eine Weiterreise nach Westeuropa ist kaum noch möglich. Zurück in ihre Herkunftsländer können sie nicht, weil dort Krieg und Verzweiflung herrschen. Tausende Geflüchtete, darunter viele Kinder, verharren unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern auf ägäischen Inseln. Etwa 50.000 Asylsuchende sind es in Griechenland insgesamt. Meine Damen und Herren, Deutschland hat sich 2015 im Rahmen des europäischen Relocation-Programms verpflichtet, zur Entlassung der Erstaufnahmeländer Griechenland und Italien beizutragen. Und da sollten 27.000 Personen eigentlich bis September dieses Jahres aufgenommen werden. Einreisen konnten bislang allerdings nur etwa 5.000. Schön wäre es, 50.000. Zugleich stellen wir fest, dass in Deutschland zahlreiche Unterkünfte leer stehen, die für die Aufnahme von Geflüchteten genutzt werden könnten. Kapazitäten in den Kommunen werden abgebaut, weil sie nicht gebraucht werden. Dieser Widerspruch, dass es hier durchaus möglich wäre, mehr Menschen aufzunehmen, auf der anderen Seite aber nur wenige Personen aus den griechischen Elendslagern herausgeholt werden, das hat dazu geführt, dass sich momentan in zahlreichen deutschen Städten Initiativen bilden, die eine direkte Aufnahme von Flüchtlingen in ihrer Kommune befürworten. Die Osnabrücker Initiative 50 aus Idomeni, das Bündnis Münster Stadt der Zuflucht oder die hessischen Initiativen wie 200 nach Marburg oder 57 Darmstadt verdoppelt, deren Vertreterinnen und Vertreter ich sehr herzlich heute hier begrüßen möchte, zeigen, dass viele Menschen in diesem Land mit der aktuellen Asylpolitik der Ignoranz und Abschreckung überhaupt nicht einverstanden sind. Was diese Initiativen verlangen, und ich kenne inzwischen mehr als 100 von ihnen, das sind aber sicher nicht alle, ist politische Verantwortung über die Einhaltung der Menschenrechte. Sie verlangen, dass Deutschland zumindest die zugesagten Aufnahmen aus Griechenland und Italien erfüllt. Auch zahlreiche Gemeindevertretungen werden initiativ. In Darmstadt und Marburg wurden Beschlüsse gefasst, die auf die zügige Umsetzung des Relocation-Programms abzielen. Kann man ruhig mal klatschen, finde ich auch. Der Oberbürgermeister der Universitätsstadt Marburg, das ist der ehemalige Landtagsabgeordnete Herr Dr. Thomas Spieß, hat sich an die Landesregierung gewandt. Die Landesregierung hat sein Angebot, weitere Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen, abgelehnt. Und erstaunlich ist die Begründung aus dem Sozialministerium. Dort fürchtet man um den Bestand des Flüchtlingsdeals mit der Türkei. Dessen Rahmenbedingungen würden ins Wanken geraten, würde nun Hessen außerplanmäßig Flüchtlinge evakuieren. Ganz genau.
Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung sollte ihre Asylpolitik keinesfalls am EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei ausrichten. Dieses Abkommen missachtet die Menschenrechte. Es bringt Tausende von Menschen in ausweglose Situationen und macht Europa erpressbar. Der Deal sollte schnellstmöglich aufgekündigt werden, statt sich daran festzuhalten. Meine Damen und Herren, es gibt inzwischen zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die freiwillig mehr Geflüchtete aufnehmen würden. Sie dringen mit ihrer Stimme nur seltener durch als jene, die Obergrenzen fordern und Zuzugsverbote. In ganz Europa haben sich Netzwerke gebildet von Städten, die eine solidarische Flüchtlingspolitik möchten. 160.000 Menschen demonstrierten im Februar in Barcelona für die Aufnahme weiterer Asylsuchender, und mehrere Zehntausend zeigten Anfang dieses Monats in Mailand ihre Solidarität mit Geflüchteten. Und auch in Hessen entstehen zahlreiche Initiativen, die sich der Logik der Ausgrenzung und Abschottung verweigern. Es sind Initiativen wie das Projekt Shelter in Frankfurt, die Afghan Refugees Movement, das Aktionsbündnis gegen Abschiebung Rhein-Main oder die Initiative Bürgerasyl in Hanau. Ich danke diesen Initiativen für ihr solidarisches und mutiges Handeln. Sie zeigen, dass es auch in Hessen Menschen gibt, die sich an Menschenrechten orientieren und die keine Asylpolitik wollen, bei der Abschiebungen oberste Priorität haben. Vielleicht sollte sich die Landesregierung einmal mit dem Modell auseinandersetzen, das Gesine Schwan von der SPD entwickelt hat. Sie zeigt, wie Kommunen Asylsuchende unmittelbar aufnehmen können, ohne einen starren zentralistischen Verteilungsmodus befolgen zu müssen. Aufnahmebereite Kommunen sollten aus einem EU-Fonds finanzielle Unterstützung erhalten und können so ein Integrationsangebot aufbauen. Und Flüchtlinge können dann selbst entscheiden, in welche Stadt sie gehen. Auf ein auf Freiwilligkeit basierendes Modell wäre eine gute Alternative zu dem aktuellen Plan der Landesregierung, Flüchtlinge mit Wohnsitzauflagen in Orte zu zwingen, in denen sie nicht leben wollen. Meine Damen und Herren, 2016 war das tödlichste Jahr in der Geschichte der EU-Flüchtlingspolitik. Über 5.000 Menschen sind bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, ums Leben gekommen. Und das Massensterben geht ja weiter. Seit Jahresanfang 2017 sind schon wieder 1.400 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Diese Toten sind nicht die Folge einer Naturkatastrophe. Diese Toten, meine Damen und Herren, sind das wohlkalkulierte Ergebnis einer Flüchtlingspolitik, die auf Abschreckung setzt und bereit ist, dafür über Leichen zu gehen. Und warum? Ja, so ist es. Warum sollten wir diesem Verbrechen weiter zuschauen, Herr Dietz? Wir fordern eine grundlegende Umkehr in der Asylpolitik. Flüchtlinge müssen legal und vor allen Dingen sicher nach Europa kommen können. Deswegen fordern wir vom Bund, aber auch hier von der Landesregierung, Resettlement-Programme. Die substanziell, die gibt es ja schon, die müssen substanziell erweitert werden. Meine Damen und Herren, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass das Hessische Aufnahmeprogramm für Familienangehörige hier lebender Syrerinnen und Syrer sang- und klanglos eingestellt wird. Hessen sollte dem Beispiel anderer Bundesländer wie Berlin folgen und das Programm verlängern. Und eigentlich müssten auch noch Länder wie Irak darin aufgenommen werden. Meine Damen und Herren, die Landesregierung macht es sich zu einfach. Sie muss die Menschen, die Solidarität vorleben, besser unterstützen. Das gilt auch z.B. für die Bürger, die nun von Regressforderungen der Jobcenter stehen und für die die Landesregierung keine Verantwortung übernimmt, obwohl sie Zusicherungen gemacht hat, die nun nicht eingehalten werden. Wir sehen die Landesregierung hier in Verantwortung, und Asylpolitik ist eine Frage einer menschlichen Politik. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank,
Frau Kollegin Faula, aber ich habe vorhin kurz gezuckt, ob ich dazwischen gehe. Ich möchte doch appellieren, dass wir in Zukunft Formulierungen wie eine Politik, die über Leichen geht, vermeiden. Das ist mindestens sehr grenzwertig für die Frage der politischen Auseinandersetzung in diesem Hause. Ich will das nicht weiter kommentieren. Ansonsten hat das Frau Kollegin Wissler, das war ein Hinweis des Präsidenten, und damit sollten wir es bewenden lassen. Ansonsten, wenn es Ihnen nicht passt, können Sie gerne Ältestenrat beantragen, dann können wir das dort besprechen. Gut, dann hoffe ich, dass das auch gewirkt hat. Frau Kollegin Wallmann, Sie haben das Wort für die Fraktion der CDU. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst darf ich dem Präsidenten ganz herzlich für seine Ausführungen eben zu dem Wortbeitrag von Frau Faulhaber. Frau Kollegin Wallmann, auch das ist nicht das Thema. Wir diskutieren über Entscheidungen des Präsidiums, wenn, dann nur im Ältestenrat und an keiner anderen Stelle. Also, trotzdem glaube ich, war es richtig, dass man mal etwas zu den gewählten Worten sagt. Formulierungen wie über Leichen zu gehen, glaube ich, die brauchen wir hier in der Debatte nicht. Und auch in dieser Plenarwoche versuchen Sie ja wieder mit Ihrem Antrag, wenn man sich schon die Überschrift anschaut, da sprechen Sie von für eine solidarische Asylpolitik. Ich bitte doch, jetzt ist ja Ruhe eingekehrt, dann ist schon alles erreicht, aber ich bitte dann, sich jetzt auf die Debatte zu konzentrieren. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich würde dann gerne weiterführen. Für eine solidarische Asylpolitik statt Abschiebung und Ausgrenzung. Das ist die Überschrift des Antrags der Linksfraktion. Und dem muss ich klar widersprechen. Es ist doch nicht so, dass die Asylpolitik von Deutschland oder Hessen unsolidarisch sei, dass Ausgrenzung das Leitbild ist und dass man Abschiebung verteufelt. Dem möchte ich klar und deutlich widersprechen, weil Solidarität. Solidarität mit Flüchtlingen und auch die konsequente Rückführung gehören natürlich auch zusammen. Und ich verstehe ehrlich gesagt den Antrag in keiner Weise, wenn man doch bedenkt, was Deutschland geleistet hat. Es gibt kein weiteres Land in Europa, das das geleistet hat, was Deutschland getan hat. Wir haben im Jahr 2015 über 1 Million Menschen aufgenommen und in Hessen über 80.000 Menschen. Wir haben es in einem enormen Kraftakt geschafft, die Menschen gut unterzubringen und hier menschenwürdig zu versorgen. Da gilt auch mein Dank ausdrücklich den vielen Ehrenamtlichen. Vielleicht an der Stelle auch, wir waren diese Woche mit den Mitgliedern des Petitionsausschusses bei der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung. Es ist wirklich bemerkenswert, wie professionell dort die Abläufe sind. Das ist vorbildlich. Da will ich auch meinen herzlichen Dank für aussprechen. Die Menschen werden bei uns gut versorgt und untergebracht. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Herausforderungen auch groß für uns bleiben. Das ist doch völlig klar, weil natürlich die Asylverfahren auch die Verwaltung fordern. Und auch diejenigen, die hierher kommen, müssen natürlich am Schluss sich auch an unsere deutsche Rechte- und Werteordnung anpassen und eben auch integrieren. Und wir tun ja enorme Anstrengungen, unternehmen unglaublich viel, damit das auch gelingt, indem wir die Sprache vermitteln, indem wir sie beruflich qualifizieren, ihnen Wohnraum vermitteln, mit Arbeit versorgen und sie auch in den Schulen unterrichten. Insofern glaube ich, wir brauchen bei der Frage der Solidarität mit Flüchtlingen keine Nachhilfe der Linksfraktion. Ich finde ehrlich gesagt, dass Deutschland für gelebte internationale Verantwortung steht. Und ich würde mir ehrlich gesagt eher wünschen, dass es andere Staaten gibt, die sich mit gleichem Engagement um die menschenwürdige Unterbringung der geflüchteten Menschen kümmern würden, anstatt mit solchen Anträgen hier immer weitere Forderungen aufzustellen. Im Übrigen, Hessen hat als einziges Bundesland einen Aktionsplan zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und auch der Integration von Flüchtlingen beschlossen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Fundament, um eben auch dass also die Gesellschaft nicht zu spalten und uns eben auch den Rücken zu stärken für das, was wir hier auch geleistet haben. Und es bleibt natürlich unser Ziel, dass wir unser Land nicht überfordern. Fordern lässt sich ja immer leicht. Das macht ja auch gerne die Linksfraktion, auch überfordern. Und da muss ich jetzt schon auch mal Frau Wagenknecht zitieren, ihre Fraktionsvorsitzende im Bundestag, weil die hat das ja offensichtlich erkannt. Ich zitiere, dass es Grenzen der Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung gibt, ist eine Tatsache. Und dass Kapazitäten nicht unbegrenzt sind, auch das festzustellen, ist weder links noch rechts, sondern eine Banalität.
Also, jetzt muss man zumindest einmal feststellen, dass Frau Wagenknecht, und Sie können glauben, ich habe mit ihr gar nichts gemeint, aber sie ist auf jeden Fall schon einmal weiter als die hessischen Parteikollegen hier. Und das finde ich schon bemerkenswert. Sie ist immerhin die Spitzenkandidatin. Ist die Spitzenkandidatin ihrer Bundestags für die Bundestagswahl. Also, ich finde, das kann man zumindest einmal hinterfragen, wenn Sie solche Anträge hier stellen, was die Spitzenkandidatin dazu sagen würde. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gemeinsam europäisch handeln, anstatt das, was Sie vorschlagen, so Alleingänge zu machen. Und wir haben in den letzten Monaten, also seit dem Jahr 2015, in der Frage der Flüchtlingskrise ja auch gesehen, wie schwierig das ist, gemeinsam zu Entscheidungen zu kommen in Europa. Und das sozusagen mit weiteren Aktivitäten, sozusagen Alleingänge zu forcieren, halte ich für den falschen Weg. Ich glaube und ich halte es für ganz wichtig, dass wir weiter nationale Maßnahmen ja weiterführen, aber am Schluss europäische Maßnahmen auch finden, um natürlich den Zustrom auch zu stoppen und zu verringern. Die Wahrheit ist auch, das erwähnen Sie natürlich auch nicht, es ist ja nicht so, dass Menschen automatisch immer mit einem Asylgrund nach Deutschland kommen. Also, das heißt Verfolgung oder Krieg. Die Wahrheit ist doch, und das ist ja das, was das Schlepperwesen auch so professionell betreibt, die Menschen kommen, weil es viele Verheißungen gibt, viele Versprechungen von einem Leben, das sie manchmal so hier dann auch gar nicht vorfinden. Sie sind dann oftmals auch enttäuscht. Und sie kommen natürlich auch, weil wir ein starkes wirtschaftliches Land sind. Wir leben in Freiheit und in Sicherheit. Und das ist natürlich auch die Wahrheit. Ich sage klar und deutlich, ja, es gibt sehr schwierige Situationen in Italien und Griechenland. Die sind nicht beneidenswert. Aber um deren Situationen zu verbessern, arbeitet die Bundesregierung ja dran. Also es ist ja nicht so, dass man da nichts tut. Und ich sage auch klar und deutlich, ja, unser Land hat viel geleistet und es kann auch noch weiter einiges tun. Aber das machen wir ja auch. Und ich finde es immer ganz schwierig, solche ethischen Fragen, wie Sie das machen, in so gut und böse zu unterteilen. Also gut sind die einen und böse sind die, die eben auch mal über das Thema Rückführung in dem Zusammenhang sprechen. Das finde ich geht so nicht, weil Hilfsbereitschaft und das kluge Bedenken auch der eigenen Möglichkeiten gehören am Schluss auch zusammen. Und wie groß die Herausforderungen sind, das sehen wir doch auch bei der Sprachvermittlung, auch bei der Berufsqualifizierung, beim Vermittlung von Wohnraum und auch mit Arbeit. Und dann, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, auch natürlich bei den Spannungen, die es manchmal bei den unterschiedlichen Wert- und Glaubensvorstellungen gibt. Und Sie fordern ja jetzt auch in Ihrem Antrag, da ist die Rede von direkter Aufnahme aus dem Ausland, Aufnahme von Geflüchteten, mehr Schutzsuchende unmittelbar aus Drittstaaten. Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist. Man muss nämlich auch immer die Folgen bedenken. Ich habe eben etwas zu Alleingängen gesagt, aber das Problem ist ja auch, davor darf man die Augen ja auch nicht verschließen. Es ist ja so, es kommen ja in der Regel dann die Menschen, die gut ausgebildet sind, die jung sind. Das sieht man ja auch in den Zahlen. Wir nehmen, das ist also auch gar nicht im Sinne der Länder. Wir nehmen auch eine wichtige Grundlage diesen Ländern, wenn wir sozusagen sie auch noch nach Deutschland uns herwünschen. Das ist also, glaube ich, keine gute Möglichkeit, um Menschen aus ihrem Heimatland zu holen. Ich glaube, es wäre viel wichtiger, wenn die Linksfraktion eher konstruktive Vorschläge dazu beitragen würde, wie wir mit den Herausforderungen, die wir zweifelsohne haben, wenn wir damit umgehen würden. Sie haben, Frau Faulhaber, eben auch verschiedene Bürgerinitiativen genannt. Eine Initiative will ich nur auch kurz benennen, weil ich durchaus bemerkenswert finde, was dort auf der Homepage steht. Die Bürgerinitiative oder die Initiative Bürgerasyl aus Hanau, da geht es ja darum, dass Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, versteckt werden sollen. Und dann fragt die Initiative selbst auf der Homepage, ob ein Bürgerasyl gegen Abschiebung legal sei. Und dann wird dort auch die Antwort gegeben, ich darf das zitieren, nein, wir halten es für legitim und für notwendig. Wenn Appelle und Demonstrationen nicht ausreichen, ist ziviler Ungehorsam und Mut im Namen der Menschlichkeit geboten. Zitat Ende. Da müssen wir uns halt nur im Klaren sein, dass hier zu rechtswidrigem Handeln aufgerufen wird. Wir leben noch immer in einem Rechtsstaat. Das ist übrigens auch der Grund, warum Menschen auch hierher kommen, weil sie gerne in einem Rechtsstaat leben wollen. Und das ist gut so. Das ist ein Grundsatz, hinter dem wir als Union auch sehr deutlich stehen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, auch anlässlich der heutigen Debatte will ich noch einmal sagen, dass mir sehr wichtig ist, weil eben auch so ein Eindruck erweckt worden ist, dass bei uns war ein Zitat von Frau Faulhaber, Abschiebung hätte oberste Priorität. Das ist eine Aussage, die einfach nicht stimmt, und das wissen Sie ja auch. Also, ich weiß nicht, ob Sie die Zahlen kennen. Wir haben die ja oft hier schon debattiert. Stimmt doch gar nicht. Wir setzen primär auf freiwillige Ausreise, und das belegen die Zahlen auch.
die Ausreise und die Abschiebung soll doch nur im Ausnahmefall erfolgen. Wir wollen das doch gar nicht. Wir setzen auf die freiwillige Ausreise. Und deswegen ist es auch gut, dass Menschen das auch wahrnehmen. Weil die logische Konsequenz wäre doch, wenn jeder, der egal ob er auf legalem oder illegalem Weg nach Deutschland kommt, hier bleiben könnte, dann würde das am Schluss bedeuten, dass man hier bleiben kann, egal ob man Straftaten begangen hat, egal ob man einen Asylgrund hat, dann könnte einfach jeder hier bleiben. Und damit überfordern wir ganz klar unsere Gesellschaft. Es gibt immer auch Grenzen. Das hat, wie ich finde, der Bundespräsident Gauck auch im Jahr 2015 ja auch sehr schön in einem Zitat formuliert. Ich glaube am Schluss, Abschiebungen gehören auch zum Prinzip der Asylpolitik, weil wir müssen unsere Ressourcen natürlich auf die Menschen verwenden, die dringend auch unsere Hilfe benötigen. Ich sage noch einmal sehr deutlich für die CDU-Fraktion, wir sind solidarisch und wir sind weltoffen. Deutschland ist hier mit großem, gutem Beispiel vorangegangen, ist der humanitären Verantwortung nachgekommen. Wir sind aber auch vernünftig und tragen Verantwortung. Ich glaube, das unterscheidet uns dann auch von der Linksfraktion, und das ist auch gut so. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wollmann. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Herr Kollege Dr. Pleschmidt für die Fraktion der Freien Demokraten. Danke schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Der Zwischenruf, den ich gemacht habe über Leichen gehen, der kam von mir. Ich bin auch froh, wie die Frau Wollmann darauf eingegangen ist, weil es unvorstellbar ist, auch in diesem Hause, dass man überhaupt so etwas verwendet. Ich glaube, dass keiner von uns und keiner, der auch nur mit dem Asylrecht in Europa zu tun hat, über Leichen geht. Ich halte das für, gelinde gesagt, ungebührlich. Ob das parlamentarisch ist, wage ich mir nicht anzuzweifeln, dass Herr Schaus, ich kenne Sie, ich weiß, prägnant, aber da sind Sie über das Ziel rausgeschossen. Ich hatte heute Morgen die Hoffnung, durch den Beitrag des Kollegen Wilken, dass vielleicht die Linken so mal kurzzeitig die Rechtsstaatlichkeit entdeckt haben. Aber das war eher ein Zitat, und weil es gepasst hat. Der Antrag macht deutlich, dass bei Ihnen die Rechtsstaatlichkeit, und das hat die Kollegin Wollmann auch gesagt, absolut verlustig gegangen ist. Das sage ich, und das kann ich Ihnen auch belegen. Ich bin ja am Anfang meiner Rede, und Sie sagen, machen schon Zwischenrufe nach zwei, drei Minuten, und getroffene Hunde bellen. Das sage ich dann auch. Dann noch die Menschenrechte abzusprechen. Jemand, der mit Asylrecht, Grundrechte agiert und der eine Geschichte wie Deutschland hat und ein Grundgesetz wie Deutschland hat, das ist für mich abenteuerlich. Und das sage ich nicht nur als Jurist, sondern als jemand, der politisch immer aktiv war. Und das kann nicht sein. Wir wollen auch hier den Antrag mal zum Anlass nehmen, zum Bürgerasyl das eine oder andere Ausführungen zu machen. Und der Vorwurf der LINKEN, Hessen-Deutschland betreibe eine unfaire, diskriminierende oder gar schikanierende Asylflüchtlingspolitik, deutlich machen, dass dieser unhaltbar ist. Die Frau Wollmann hat das schon sehr gut dargelegt. Ich möchte das nur kurz prägnant wiederholen. Allein im Jahr 2015 hat Deutschland bis zu 1 Million Flüchtlinge aufgenommen, bereinigte Zahl 890.000, Ausrufezeichen. Im Jahr 2016 noch einmal knapp 300.000. Hessen selbst hat in diesem Zeitraum 75.000 15 und 20.500 2016 Flüchtlinge aufgenommen. Welche Anstrengungen die Zivilgesellschaft, und hier Ihr Antrag richtet sich auch gegen die Zivilgesellschaft, nämlich Nothilfesituationen während der Flüchtlingswelle zur Verfügung zu stellen, Belegung von Turnhallen, Sperren von öffentlichen Gebäuden, dem Steuerzahler Investitionen von rund 1,3 Milliarden € für den Hessischen Aktionsplan für Flüchtlinge, aber auch für die Behörden bedeutet hat, wird von Ihnen gar nicht einmal mit einem Komma oder einem Punkt erwähnt, geschweige denn mit einem Wort. Das finde ich auch nicht parlamentarisch und angemessen. Jeder hat doch die Situation lebhaft vor Augen. Jeder weiß doch, was damals passiert ist. Ich sage jetzt noch einmal aus Sicht der FDP, was unsere Säulen bei Flucht und Asyl sind. Wir haben ein Drei-Säulen-Modell, Asyl, Flüchtlingsstaat und Zuwanderung, wegen Rasse, Religion, aus politischen Gründen, individuell Verfolgte, erhalten Asyl und werden als Konventionsflüchtlinge, Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt, § 16a Grundgesetz, Ausrufezeichen. Bürgerkriegsflüchtlinge sollen schnell und bürokratisch humanitären Schutz erhalten, und zwar zeitlich befristet. In der Regel wird der jeweils einjährige Schutz so lange verlängert, wie die Kriegssituation andauert. Ausrufezeichen. Wir wollen ein Einwanderungsgesetz,
Dafür werben wir schon seit Jahren nach kanadischem Vorbild. Und den Fachkräftebedarf, das hat die Frau Wellmann auch etwas indirekt erwähnt, der bei uns herrscht, mit etwa 350.000 qualifizierten Zuwanderern auch entsprechend zu decken. Kriegsflüchtlinge, die nach Ablauf ihres bewussten Aufenthaltes maximal 3 Jahre die Kriterien des Einwanderungsgesetzes erfüllen, deutsche Sprache gelernt, Arbeitsplatz gefunden, der den Lebensunterhalt sichert, erhalten einen dauerhaften Aufenthaltstitel, ausdrücklich großes Ausrufezeichen. Das, was bedankenswerterweise CDU und GRÜNE als dringlicher Entschließungsantrag gemacht hat, erspart mir, zu den Punkten 1 bis 4 insbesondere Ausführungen zu machen, weil da fällt mir viel ein, aber da laufe selbst ich Gefahr, unsachlich zu werden. Das unterstützen wir. Wir enthalten uns bei Ziffer 5, sage ich voraus, weil wir eine andere Auffassung haben mit dieser Entscheidung und hier auch als Liberale eine andere Auffassung haben, die ich noch einmal im Rahmen von Kirchenasyl und Bürgerasyl auch deutlich machen will. Wir Liberalen vertreten die Auffassung, dass jede Unterwanderung rechtsstaatlicher Entscheidung, eben deshalb können wir auch der Ziffer 5 nicht so ganz zustimmen, sondern nur enthalten, weder juristisch noch politisch akzeptiert werden kann. Sowohl bei dem Kirchenasyl wie auch bei dem sogenannten Bürgerasyl, das ist jetzt nur von der Frau Wallmann erwähnt worden, dass die LINKE in Punkt 5 des Antrags so loben, wird hier genau das getan. Es gibt kein Recht auf Kirchenasyl, das neben dem Rechtsstaat besteht. Ausrufezeichen, ausdrücklich liberale Auffassung. In diesem Bewusstsein sind im Übrigen auch die Kirchen in den letzten Jahren sehr zurückhaltend mit dem Kirchenasyl umgegangen. Die mit der Menge an Flüchtlingen steigenden Zahlen beim Kirchenasyl haben daher auch die berechtigte Kritik des Bundesinnenministers erfahren. Das ist auch in entsprechender Presse dokumentiert. Die Tradition des Kirchenasyls, ich spreche von einer Tradition, wird akzeptiert, jedoch ausdrücklich unter der Prämisse, dass die Kirchen dies restriktiv und nur als Ultima Ratio im Einzelfall anwenden. Ganz anders, liebe LINKE, stehen wir zum Bürgerasyl, und der ganze Antrag läuft daraus, Bürgerasyl zu loben und hier entsprechend die Bürger aufzufordern, mehr Bürgerasyl auszuüben. Das kann nicht sein. Hier gibt es keine Tradition, hier gibt es keine Absprachen. Und so verständlich es auch im Einzelfall sein mag, das unterstreiche ich absolut, wenn Bürger Abschiebungen, die sie nicht nachvollziehen können, kritisieren, der Vollzug einer rechtsstaatlich getroffenen, rechtskräftigen Entscheidung in einem Rechtsstaat wie Deutschland zu verhindern, ist nicht etwa legitimer ziviler Ungehorsam, wie es die Vertreter des Bürgerasyls nennen, es ist eine Straftat. In diesem Fall nickt nämlich der Verdacht. Es ist eine Straftat, Herr Schaus, und da müssen Sie Ihr eigenes Verständnis Ihr eigenes Verständnis zum Gesetz und zum Strafgesetzbuch halt mal überprüfen. Aber jeder Jurist und Sie auch als Parlamentarier wissen, dass hier der Verdacht der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt gegeben ist. § 27 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 95 Aufenthaltsgesetz. Das ist so. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Das wissen Sie als Nichtjurist ebenso, weil Sie parlamentarisch geschult sind. Es ist daher unverantwortlich und unverständlich, wenn eine politische Kraft glaubt, sie steht über dem Gesetz, weil sie es besser weiß und Bürger noch dazu anstachelt, Straftaten zu begehen mit weitgehenden Folgen für die Betroffenen. Und eben aus diesem Grunde sagen wir auch, die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, Ziffer 5 des Antrags, können wir nicht mittragen, müssen uns enthalten, weil diese Entscheidung existent ist und hier auch von den Bürgern zu beachten ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Blech. Mit seiner Kurzintervention hat sich Dr. Wilken gemeldet. Bitte sehr, Sie haben das Wort. 2 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Verehrter Herr Blechschmidt, Sie haben mich hier gerade als Beleg angeführt, dass die Linksfraktion zur Rechtsstaatlichkeit zurückgefunden hätte. Allein das ist natürlich schon amüsant, um uns dann aber im selben Atemzug genau diese Rechtsstaatlichkeit wieder abzusprechen und als Rechtsbrecher zu bezeichnen, als Hunde zu bezeichnen. Getroffene Hunde bellen da, hat er gesagt. Meine Damen und Herren, ich habe großes Verständnis dafür, wenn wir in einer emotionalen Rede und einer emotionalen Atmosphäre hier debattieren. Deswegen schätze ich diesen Landtag. Aber uns als Rechtsbrecher zu bezeichnen, geht meiner Meinung nach nicht. Wir alle sind es gewohnt, wenn sich gesellschaftliche Situationen ändern,
dass wir gegebenenfalls darum kämpfen, Recht und Gesetz eben auch der gesellschaftlichen neuen Situation anzupassen. Von daher Ihre pauschale Ablehnung von Bürgerasyl, Kirchenasyl. Sie haben die Diskussion auf dem Kirchentag doch wahrscheinlich auch verfolgt, wie viele Kirchenasyle es jetzt gibt. Wir als Politik sind gefordert, diese Anpassungen, notwendige Anpassungen an Recht und Gesetz dann im Zweifelsfalle auch vorzunehmen. Und unterlassen Sie bitte, uns als nicht auf dem Boden des Grundgesetzes argumentierend und handelnd darzustellen. Ich danke. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Bleschmidt. Sie haben Gelegenheit zur Erwiderung, ebenfalls 2 Minuten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Es gibt im Deutschen in der Tat den Spruch, und ich vervollständige noch einmal, dass getroffene Hunde bellen. Meine Lebenserfahrung ist, dass getroffene Hunde manchmal sogar stärker bellen und lauter bellen, als sie getroffen wurden. Wenn ich den Eindruck vermittelt habe, dass mit dem ironischen Beitrag auf Ihren rechtsstaatlichen Ausflug Sie rechtsstaatliche Grundsätze haben, ziehe ich das zurück. Das andere lasse ich stehen. Ich glaube schon, dass in Ihrem Antrag imminent ist, dass Sie Bürgern deutlich machen, gegen Strafgesetzbuch und gegen Gesetze zu verstoßen. Und diese Meinung halte ich aufrecht. Vielen Dank, Herr Dr. Bleschmidt. Als nächstes spricht für die Fraktion der SPD Herr Kollege Ernst Ewald Roth. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es liegen 2 Anträge vor zu einer Debatte, die wir in Nuancen schon oft und immer wieder geführt haben. Ich will einen Eindruck wiedergeben. Den ersten. Wenn ich mir den Antrag zu einzelnen Punkten sage ich was der Fraktion DIE LINKE anschaue und da noch mehr die Begründung, die beigelegt ist, dann könnte man den Eindruck gewinnen, als sei in der gesamten Flüchtlingsarbeit der letzten Wochen, Monate überhaupt nichts geschehen. Wenn ich mir dann den Antrag anschaue, den die Koalition vorgelegt hat, dann steht da drin, den Eindruck könnte man zumindest gewinnen, als hätten wir angesichts der Flüchtlingsfrage überhaupt nichts mehr zu klären. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wie viel ist denn in der Zeit schon passiert? Wir tun uns doch hier im Parlament selber keinen Gefallen, wenn wir die Arbeit, die von Menschen im Petitionsausschuss, in der Härtefallkommission, im Innenausschuss, in all den Ressorts der Landesregierung, die damit beschäftigt sind, wenn wir die nicht wahrnehmen und wenn wir das nicht wahrnehmen, was Bürgerinnen und Bürger vielfach in diesem Land in den letzten Monaten an dieser Front geleistet haben. Das ist großartig, und das dürfen wir nicht zerreden. Ich glaube, wir sind, das war mal eine ganze Weile wieder anders, wir sind in die alten Muster zurückgefallen. Ich kann das nicht anders sagen. Da kommt eine Gruppe und hält ein Stöckchen hin, und die anderen springen. Das ist dem Thema, das ist diesem Thema, glaube ich, das habe ich hier schon oft gesagt, nicht angemessen. Wer wäre ich, dass ich eine Initiative des Kollegen Dr. Spies nicht unterstützen könnte? Oder dass ich gar einen Vorschlag von Gesine Schwan nicht für gut befinden würde? Aber ja, und wenn Sie sagen, Herr Reif, gilt das in doppeltem Maße. Aber wenn dieses Engagement, das ich übrigens unterstütze, wenn das alles zum Greifen kommt, werden wir doch in der Flüchtlingsfrage bei den Herausforderungen, die zu leisten sind, vielleicht ein paar Zentimeter weiter, aber keinen Schritt weiter. Denn die Menschen, die vor den Grenzen Europas stehen, die werden wir nicht mit dem Engagement
und ich habe positiv das Engagement am Anfang gewürdigt, aber nicht mit dem Engagement einiger weniger Kommunen schultern können. Die Herausforderung, und da muss unser Bemühen hingehen, das ist ein Teil in dem im Antrag der Koalition, da muss Europa endlich in die Puschen kommen. Endlich muss etwas passieren, dass nicht, auch das teile ich, ist gesagt worden, Tausende von Menschen in dem größten Grab Mittelmeer ertrinken. Und auch das will ich, als der Beitrag eben kam, ich unterstütze innerlich nicht das, was die Vokabeln, die in dem Zusammenhang genannt worden sind, aber ich will doch einen Punkt nennen. Welchen Aufschrei, welche Betroffenheit, welche Entrüstung gibt es in unserem Land, wenn im Mittelmeer, und das kann man nicht gegeneinander ausspielen, ich beschreibe es, ein Kreuzfahrtschiff umfällt. Aber dann ist die Klage groß. Ich vermisse diese Klage bei den deutlich größeren Zahlen von Menschen, die über dieses Meer kommen und das Ufer nicht erreichen. Und dieses grundsätzliche Problem, das ist der Hinweis, kriegen wir nicht geregelt durch das Engagement, so lobenswert es ist, einiger Kommunen. Da muss eine andere und eine weitreichendere Entscheidung hin. Ich habe in dem Zusammenhang Europa genannt und dass in dem Zusammenhang Deutschland vorbildlich ist und Hessen ganz viel gemacht hat, habe ich hier und will ich heute noch einmal deutlich sagen. Das ist unbestritten, denn ich will die eigene Arbeit und das eigene Bemühen in dieser Frage nicht selber infrage stellen. Die Frage, die ansteht, und das will ich von mir aus zu dem Thema abschließend sagen, zum Kirchenasyl hat Kollege Blechschmidt ausführlich etwas gesagt. Insbesondere, ich habe Kirchenasyl selber einmal durchgeführt, und zwar als Solitär. Da gab es nicht 50 oder 60 andere, die es auch gemacht haben. Das auszuhalten, ist eine verdammt harte Situation. Sie sind, wenn Sie das tun, isoliert. Und alle die, die einem dabei zujubeln im Vorfeld und meinen, das muss doch jetzt so sein, sind anschließend in den Büschen. Das ist eine schwierige Entscheidung. Und Kollege Blechschmidt hat es angesprochen beim Kirchentag. Ich habe mit dem, der für die EKD, die das für beide Kirchen mit dem BAMF und mit dem Bundesinnenministerium verhandelt, mit dem Menschen ein ausführliches Gespräch in der letzten Woche geführt, wie das mit Kirchenasyl aussieht. Da gibt es kein verbrieftes Recht zu. Der Begriff ist genannt worden aufgrund der Tradition, aufgrund der guten Tradition, die es in der Frage gibt, wird das mitgetragen, wird das geduldet, aber mit der Rechtssituation kann man in dem Zusammenhang nicht argumentieren. Der letzte Punkt. Es wäre bei diesem Thema angemessen, wir würden uns im Ausschuss die Zeit nehmen, die Punkte zu diskutieren, wo wir noch offene Punkte haben. Da gibt es noch ganz viele. Und dass wir gemeinsam anerkennen, was wir in dem Bereich auch schon geschafft haben. Das ist für die Betroffenen gut, und das ist für uns selber sehr gut. Danke. Vielen Dank, Herr
Vielen Dank, Herr Kollege Roth. Als nächstes spricht für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Herr Abg. Bocklet. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Roth, ist noch da. Ich finde, Sie haben das sehr treffend beschrieben, dass wir tatsächlich keine hysterische Diskussion über die Frage von der Flüchtlingssituation führen sollten, sondern dass wir sie tatsächlich mit Augenmaß führen sollten, dass wir uns genau um die Fragen kümmern, die die Menschen in diesem Land tatsächlich bewegen und auch die Flüchtlinge, die es in diesem Land gibt, tatsächlich täglich bewegen. Und, Sie haben ein Bild gestellt. Ich fasse das einmal sinngemäß zusammen. Es gibt auf der einen Seite welche, die wollen, dass auf dem rechten Rand des Parteienspektrums AfD und andere, die wollen das Recht auf politisches Asyl aushöhlen, wenn nicht sogar abschaffen. Und es gibt auf der anderen Seite im linken Spektrum unter anderem die Linkspartei, die sich da sehr diffus darüber ausdrückt, aber auch immer wieder den Forderungen sich anschließt unter dem Motto No Borders, keine Grenzen, und auch sagt keine Abschiebungen, egal wer auf welchem Wege hierher gekommen ist, auf welcher Rechtsgrundlage. Ich will mal sagen, innerhalb dieses Spektrums muss es Menschen geben, die sich natürlich darum kümmern, wie wir das in einem verfassten Wesen tatsächlich halten wollen. Und da gibt es eine klare Rechtslage, einen klaren politischen Konsens, der auf dem Grundgesetz basiert und der lautet, wir haben in der Bundesrepublik ein Recht auf politisches Asyl. Und die Linksfraktion muss sich fragen, ob sie zu diesem Passus steht. Weil wenn es nämlich so ist, dass sie zu dem Recht auf politisches Asyl stehen, dann müssen Sie auch anerkennen, dass es Menschen gibt, die dieses Recht zwar beantragen, aber nicht genießen. Und wenn Sie zu dieser Erkenntnis kommen, dass diese Menschen, die gekommen sind und dieses Recht auf politisches Asyl zwar beantragt haben, aber nicht genießen, dann müssen Sie in der Folge dazu stehen, dass es auch zur Rückführung kommen wird. Und um diese Frage drücken Sie sich immer wieder und elegant herum. Und wenn ihr, Herr Roth, ich möchte da sehr sachlich darauf eingehen, wo ist jetzt die Kamera, Herr Roth? Wenn Sie der Meinung sind, das ist gar keine hysterische Debatte, das ist ja nur die Frage, wenn Sie ich komme doch gleich dazu. Ich komme mal gleich dazu, Herr Kollege Roth, Herr Kollege Schaus. Also Sie drücken und Ihr Antrag atmet den, genau diese Eleganz, in der Sie in diesem linken Spektrum herumtänzeln und sagen, wir sind gegen jegliche Abschiebung und wir sind auch dagegen, dass es eigentlich Grenzen gibt. Nämlich keine Abschiebung. Ist das Ihre Position? Ist es Ihre Position wirklich? Dann benennen Sie das. Da verlieren auch Sie noch eine große Anzahl Ihrer Wählerinnen und Wähler, wenn Sie grundsätzlich gegen jegliche Rückführung sind. Ich bezweifle das. Wenn das ist, dann tun Sie das so. Und dann, wenn dem so ist, da haben wir eine klare Haltung. Wir sagen, selbstverständlich genießen die Menschen, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, das Recht auf politisches Asyl. Und sie genießen auch den Recht bei Bürgerkriegen auf einen Schutzstatus. Selbstverständlich. Das hat jede und jeder das Recht auf eine Einzelfallprüfung und auf ein rechtsstaatliches, faires Verfahren. Wenn aber an diesem Tage, an dem der Bescheid, qualifizierte und kluge Bescheid, darüber können wir gleich reden, erteilt worden ist und es ist erkannt worden, dass es diese Gründe nicht gibt, dann ist es auch so, dass das Verfahren fast und fair, dass das schnell passieren muss, fair passieren muss, aber am Ende ein negativer Bescheid auch dazu führt, dass es zur Rückführung kommt. Und um diese Frage drücken Sie sich oder umgekehrt, Sie behaupten sogar, dass es dann keine Abschiebung geben soll. Dann widersprechen Sie aber auch dem Recht auf politisches Asyl und dem Grundgesetz. Das ist die Folge davon, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, und wenn Sie sagen No Borders, wenn Sie sagen No Borders, dann müssen Sie auch in der politischen Diskussion sich der Frage stellen, was heißt keine Border, keine Grenzen. Und meine These war und ist auch gewesen, wir haben 1 Million Menschen im Jahr 2016 aufgenommen. Wir haben 1,1 Millionen Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir eine weitere Million verkraftet hätten und unter Umständen auch noch eine dritte. Aber irgendwann einmal müssen alle, die die These darüber diskutieren, Frau Wissler, muss die Frage diskutieren und nicht nur diskutieren, auch beantworten, und zwar im Jetzt beantworten. Und wir müssen auch Sie, auch Herr Schaus, Sie müssen die Frage beantworten. Ab wann sind auch Sie der Meinung,
dass Grenzen tatsächlich dazu führen, dass nicht unbegrenzt Menschen auf diese Frage kommen können. Und es ist so, dass Sie sich um diese Frage als Linkspartei und hier in diesem Antrag suggerieren Sie, Sie wollen keine Grenzen. Und das ist natürlich absurd in diesem Punkt. So, das ist doch der Text Ihres Antrages. Und was ist die Situation, der wir uns stellen müssen? Entschuldigung, Herr Kollege Bocklet. Herr Kollege Bocklet, ich bitte darum, dass wir insgesamt gerne Zwischenrufe machen, aber dass wir keine Zwischendebattenbeiträge bringen. Dafür gibt es die Möglichkeit der Kurzintervention. Wer das machen will, mag sich dazu melden. Ansonsten bitte nur Zwischenrufe, aber keine Äußerungen, die den Redner daran hindern, seine Rede zu halten. Also, der erste Teil meiner Rede gilt der Frage der Unklarheit der Position der Linkspartei, ob sie überhaupt zu irgendwelchen Rückführungen stehen oder ob sie überhaupt irgendwelche Grenzen in dieser Europa anerkennen. Und wir haben da eine klare Position. Wir haben gesagt, wenn es Flüchtlinge gibt und Millionen zu uns flüchten, brauchen wir tatsächlich Lösungen. Und die Lösungen haben auch ein klares Konzept. Erstens, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Dort, wo die Menschen auf die Flucht gehen, müssen wir alles als internationale Gemeinschaft dafür tun, dass diese Fluchtursachen bekämpft werden. Erstens. Zweitens, wir wollen, wenn diese Menschen in Europa ankommen, dass es eine gerechte Verteilung gibt in Europa. Es kann nicht sein, dass wenige Staaten sozusagen die ganze Last aufnehmen. Wir in Deutschland haben unseren Beitrag wahrlich geleistet mit 1,1 Millionen Flüchtlingen, die aufgenommen worden sind. Und es ist peinlich, was in Polen passiert, dass sie schon nicht einmal ihre 50.000 Menschen aufnehmen. Viele andere europäische Länder drücken sich vor dieser Verantwortung. Und das ist übel. Und das muss die Bundesrepublik leisten, dass noch mehr europäische Länder in ihre europäische Verantwortung gezogen werden. Wir brauchen eine europäische Verteilquote, damit das gerecht verteilt wird. Und schließlich jeder und jede, die hierher kommt und bleiben kann, für die werden wir sorgen. Und das kommt die Frage, Herr Roth hat gesagt, als ob wir keine Probleme hätten. Wir haben doch von Anfang an selbst die Herausforderungen gesehen und auch definiert. Wir haben doch gesagt in einem Aktionsplan 1, wie gelingt es uns, dass die Flüchtlinge, die hierher kommen, gut aufgenommen werden, dass sie gut versorgt werden, dass wir ihnen eine Integrationsperspektive geben, Sprachkurse, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, den Wohnungsbau verstärkt haben, intern in Schulen, Tausende von Lehrern. Das alles ist doch zur Verfügung gestellt worden, nicht weil wir gedacht haben, dass wir haben sonst zu viel Geld, sondern weil wir die Frage uns gestellt haben, welche Herausforderungen warten auf uns. Deswegen haben wir auch einen Aktionsplan 2 aufgelegt, weil wir nachgesteuert haben, weil wir zwischenevaluiert haben, welche Probleme und Herausforderungen gibt es vor Ort mit den Pauschalen für die Kommunen, die nachgebessert wurden und verlängert wurden, und der gesundheitlichen Versorgung, Psychotraumabehandlung und vieles andere mehr. Keiner wird sich doch hier hinstellen und sagen, alles ist toll, alles ist super, alles ist beendet. Im Gegenteil, das ist ein langjähriger Prozess. Wir befinden uns in einem Marathonlauf, und wir haben vielleicht die ersten Kilometer zurückgelegt. Aber da bleiben noch viele, viele Kilometer, die zurückzulegen sind. Es wird eine harte und anstrengende und übrigens auch finanzpolitisch eine große Herausforderung. Aber wir sind bereit, als Hessische Landesregierung diesen Weg auch zu gehen. Integration muss gelingen. Es gibt keine Alternative dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber in Ihrem Antrag zu unterstellen, Hessen wäre nicht solidarisch. Hessen würde vor allem auf Abschiebung setzen und vor allem auf Ausgrenzung von Geflüchteten, stellt ein völlig falsches Bild dar. Es ist geradezu absurd, wenn man weiß, dass 1,6 Milliarden € im Aktionsplan 2 zur Verfügung gestellt wurden, wenn Sie wissen, mit welcher behutsamen Verfahren wir gefunden haben, selbst für kritische Länder wie bei Afghanistan, wo die Bundesregierung anderes macht. Wenn Sie das alles wissen, dann kann man dieses Bild nicht stellen, und dagegen wehre ich mich auch. Wir gehen wirklich mit größter Sorgfalt vor. Wir machen umfangreiche Finanzprogramme, umfangreiche Integrationspläne. Das ist die Realität in Hessen. Hier wird nicht mutwillig abgeschoben, sondern nach rechtsstaatlichen Varianten. Und hier wird auch nicht ausgegrenzt, sondern hier wird versucht, alles zu tun, damit diese Menschen gut integriert werden. Das ist die Realität in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Bocklet. Als nächstes spricht Frau Kollegin Öztürk. Sie haben 5 Minuten. Bitte sehr. Ich lasse mir mal die Zeit. Oh, es läuft ja schon. Okay, meine Damen und Herren, Herr Präsident, ich schlage mal vor, dass wir bei diesem Antrag zum Inhalt zurückkommen und nicht einfach Nebelkerzen werfen, wie es so ein bisschen die Frau Wallmann probiert hat und auch der Herr Bocklet probiert hat. Und es geht einfach darum, wenn man hier meint, ja,
es geht darum, wenn man meint, dass die Initiative der Menschen vor Ort, die Initiative der Ehrenamtler, wenn sie etwas Wert hat in diesem Landtag, dann ist das selbstverständlich, dass man darüber diskutiert und nicht so tut, als ob der Bürgerwille vor Ort hier nichts wert sei und wir dann uns nachher darüber beschweren, warum die Menschen Politikverdrossenheit immer stärker wird, warum die Menschen sich nicht mehr identifizieren mit der Politik. Und heute ist das eine Möglichkeit, den Bedarf vor Ort aufzugreifen und durch diesen Antrag zu sagen, ja, wir nehmen das zur Kenntnis, diesen Willen, mehr geflüchtete Menschen aufzunehmen, unterstützen diese Initiativen und möchten hier daher den Antrag der LINKEN zustimmen. Das wäre eine logische Konsequenz, meine Damen und Herren, wenn man das ernst nehmen soll, was Sie hier sagen. Marburg hat einen Beschluss gefasst, Darmstadt hat einen Beschluss gefasst, die im Rahmen der Solidarität mit Europa ganz klar den Willen benennen und sagen, wir möchten geflüchtete Menschen, die beispielsweise in europäischen Ländern wie Griechenland oder Italien in unwürdigen Zuständen untergebracht sind, und diese ganze Verteilaktion, dieses Verteil-Klein-Klein, möchten wir uns nicht weiter tatenlos anschauen, sondern diese Initiativen sagen, wir sind als Kommune bereit, Menschen aufzunehmen, sie bei uns zu integrieren, ihnen eine Chance zu geben. Was ist denn daran verwerflich, meine Damen und Herren? Das frage ich Sie, wenn Sie auf der einen Seite das Ehrenamt loben, auszeichnen wollen und auf der anderen Seite z. B. auch in der letzten Legislatur, in der letzten Regierungserklärung mehr Solidarität in Europa fordern. Wenn jetzt hier konkrete Initiativen diesen Wunsch äußern, was ist denn daran verwerflich? Und warum diskutieren Sie die ganze Zeit über Asylpolitik im Allgemeinen, wenn es hier ganz um konkrete Aufnahmebereitschaften vor Ort geht? Seien Sie doch einmal so ehrlich und bekennen sich einmal dazu, ob Sie jetzt Menschen sichere Wege nach Europa und nach Hessen schaffen wollen, oder möchten Sie eher sich mit irgendwelchen Sonntagsreden aufhalten und den Menschen den Eindruck geben, Sie würden eine solidarische Flüchtlingspolitik machen, aber unterm Strich kommt gar nichts dabei raus. Diese Aussage müssen Sie hier treffen, meine Damen und Herren. Und was die Abschiebungen betrifft. Ich möchte nur daran erinnern, dass heute im Bundestag von Seiten Bündnis 90 die Grünen ein Antrag im Bundestag eingebracht werden wird, wo man einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan fordert. Und es wird eine namentliche Abstimmung dazu geben. Wie sich die Bundesgrünen dazu positionieren werden, ist mir klar. Und wie sich die Landesgrünen hier dazu positioniert haben im Dezember, ist mir auch klar. Und wenn hier irgendjemand sagt, man würde Wählerinnen und Wähler verlieren, dann würde ich nicht so laut reden, wenn man im Glashaus sitzt, Herr Kollege Bocklet. Das ist wirklich das Allerletzte, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich finde es wichtig, dass man mal hier darauf eingeht, was die Initiativen hier in Hessen fordern. Sie wollen ein Relocation-Programm. Ich finde richtig, dass man ein neues Landesaufnahmeprogramm für syrische Flüchtlinge wieder aufsetzen sollte, weil überall, wenn man mit Flüchtlingen zu tun hat, sei es in Besuchergruppen oder sei es auch in privaten Begegnungen, kommen Familien zu uns und sagen, oder Einzelpersonen und sagen, ich bin jetzt da, ich habe es geschafft, mein Leib und Leben zu retten, ich habe mich hier integriert, ich lerne Deutsch, aber meine Frau ist noch in der Türkei, meine Kinder sind noch in Syrien. Oder es gibt Leute, die kommen und sagen, ich bin als Frau alleine geflüchtet, aber mein Mann ist noch in Syrien, mein Mann ist noch in der Türkei. Und wir haben aufgrund des subsidiären Schutzes, den wir den Leuten teilweise gegeben haben, die Familienzusammenführung ausgesetzt. Das ist ein ganz konkretes Problem, womit die Menschen jeden Tag zu uns als Politikerinnen kommen. Und es ist unsere Aufgabe, auch eine Antwort darauf zu entwickeln, meine Damen und Herren. Und deswegen fordere ich von der Landesregierung die gute Idee, die sie hatte, das Landesaufnahmeprogramm für syrische Flüchtlinge noch einmal neu aufzusetzen, da keine finanziellen Hürden zu schaffen, damit Menschen nicht wieder mit Verpflichtungserklärungen in irgendeiner schwierigen Lage sind, sondern dass man auch diese Landesaufnahmeprogramme finanziell so ausstattet, dass kein Dritter darunter leiden muss. Und ich finde, es wird auch Zeit, dass man sich auf Bundesebene sich noch einmal für ein Bundesaufnahmeprogramm einsetzt. Denn diese 1 Million, von denen Sie hier reden, wenn Sie alle ganz ehrlich sind, wir haben sie nicht aktiv aufgenommen. Wir haben keine Programme aufgesetzt, dass wir den Leuten aktiv und legal den Weg zu uns geschaffen haben. Sie sind selber gekommen, und wir haben die Grenzen nicht geschlossen aufgrund der humanitären Not, was auch richtig war. Aber es wird Zeit, dass man jetzt einfach aktive, legale Aufnahmeprogramme, Resettle-Programme und Relocation-Programme aufsetzt, damit die Menschen im Krieg, der Krieg ist in Syrien nicht vorbei, damit die Menschen legale Wege finden und sich nicht auf diese Boote setzen und im Mittelmeer ertreten.
denken. Das ist mein Appell an Sie. Und deswegen lassen Sie dieses parteipolitische Klein-Klein, sich den Ping-Pong-Ball hin und her zu schieben mit den Linken. Es ist wichtig. Frau Kollegin, Sie kommen bitte zum Ende. Herr Präsident, es ist wichtig, dass wir legale Wege schaffen. Das liegt in Ihrer Hand. Sie sind auch im Bund noch in der Verantwortung. Hier sind Sie auch in der Verantwortung. Machen Sie was und werfen Sie keine Nebelkerzen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Als nächstes spricht für die Landesregierung Herr Staatsminister Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin den Kollegen und der Kollegin sehr dankbar, die die Fragen der Rechtsstaatlichkeit hier noch einmal erörtert haben. Das erlaubt mir, mich auf ein paar wenige Punkte zu konzentrieren, wenngleich ich durch die Stellungnahme der Landesregierung eine weitere Debatte auslöse. Das war aber jetzt nicht zu verhindern, weil es angemessen ist, sozusagen, dass ich dem Parlament für die Regierung hier Rede und Antwort stehe. Wir haben enorme Flüchtlingszahlen in den Jahren 2015 und 2016 gehabt. Sie kennen sie alle, über 100.000, die in Hessen angekommen sind, und fast 80.000, die wir aufgenommen haben. Auch im Jahre 2017 sind wieder über 6.000 Menschen nach Gießen in unsere Erstaufnahmeeinrichtung gekommen, und fast 4.000 sind bis zum 25. Mai in Hessen geblieben, meine Damen und Herren. Angesichts dieser Zahlen, finde ich, müssen wir noch einmal deutlich feststellen, Deutschland, aber auch Hessen hat in Sachen Humanität wirklich keinen Nachholbedarf. Das müssen wir uns hier nicht erklären lassen von den LINKEN. Meine Damen und Herren, wenn wir von Humanität sprechen, dann will ich auch deutlich sagen, das haben die Kollegen aber auch schon angedeutet und angesprochen, wenn wir von Humanität sprechen, dann muss man schon sagen, meine Damen und Herren, Humanität ist ein europäischer Grundwert. Und was wir im Jahre 2015 und 2016 hier haben leisten müssen an Humanität gegenüber Flüchtlingen, das hätten wir uns gewünscht, dass viele europäische Partner, die mit uns an vielen, vielen Stellen zusammenarbeiten, auch in dieser Frage sehr eng zusammengearbeitet hätten und genauso ein humanitäres Gesicht gezeigt hätten, wie Deutschland das getan hat. Das haben wir allerdings vermissen müssen, meine Damen und Herren. Ich finde, wir können sehr dankbar sein über das, was erreicht worden ist in den vergangenen zwei Jahren. Das Ehrenamt, was über den Katastrophenschutz, über die Feuerwehren, die Hilfsorganisationen dafür gesorgt hat, dass die Menschen in unserem Lande aufgenommen worden sind, die Flüchtlingsinitiativen, die Kirchen, die Kultur, die Vereine, die Organisationen, der Sport. Aber ich will auch nichts hinten anstehen lassen, dass Schulen, dass die Betriebe, dass auch unsere Verwaltungen wirklich Großartiges geleistet haben. Wir haben insgesamt großes Engagement gezeigt. Wir haben große Hilfsbereitschaft gezeigt. Meine Damen und Herren, Hessen hat ein großes Herz gezeigt. Das lässt sich auch durch linke Anträge nicht nehmen, meine Damen und Herren. Aber es war auch wichtig, dass wir die Zugangszahlen, das muss man auch deutlich sagen, in den Griff bekommen haben. Die hohen Zugangszahlen sind, wie ich eben an den Zahlen von 2017 illustrieren konnte, zurückgegangen. Die gesellschaftliche Akzeptanz für die Aufnahme weiterer, vieler, vieler Flüchtlinge, die stand in Gefahr. Deswegen war es völlig unabhängig, Herr Kollege Bocklet, unabhängig von der Frage, ob es eine weitere Aufnahmefähigkeit gegeben hat. Es war die Frage der Akzeptanz im Lande, die uns in besonderer Form gedroht hat, sozusagen verloren zu gehen. Deswegen war es wichtig, dass die Bundesregierung eingebettet in die mit den europäischen Partnern in der Frage des Zugangs und der Zugangsbegrenzung erfolgreich war. Die Balkanroute ist geschlossen worden. Das Abkommen mit der Türkei. Wir verstehen mittlerweile es als gemeinsame Aufgabe in Europa, uns um das Ablegen von Schlauchbooten in Libyen zu kümmern. Weil, meine Damen und Herren, der sicherste Weg, dass niemand im Mittelmeer ertrinkt, ist, dass er gar nicht mehr in ein Schlauchboot einsteigt und losfährt. Meine Damen und Herren, das müssen wir erreichen. Und dafür müssen wir unseren Beitrag auch leisten. Dafür müssen wir auch unsere wirtschaftliche Kraft einsetzen.
Dafür müssen wir unsere diplomatische Kraft, dafür müssen wir mit unseren Partnern gemeinsam arbeiten. Das gilt im Übrigen auch im Hinblick auf die Transferwege in Afrika selbst, die natürlich einen großen Druck dann eben auf die nordafrikanische Küste bringen, wenn es uns nicht gelingt, dass wir dort eben auch durch unsere wirtschaftliche Unterstützung Perspektiven für die Menschen aufzeigen, damit sie sich gar nicht erst in Bewegung setzen. Das ist der sicherste Weg, sozusagen das Elend, das Fluchtelend, meine Damen und Herren, zu verhindern. Aber das ist ein schwieriger Weg, da machen wir uns nichts vor. Und wir werden uns bis dahin auch noch mit vielen Fragen in diesem Punkt auseinandersetzen müssen. Das Relocation-Programm wird in Hessen, meine Damen und Herren, konsequent und aktiv umgesetzt, und zwar im Rahmen der europäischen Absprachen, so wie sie getroffen worden sind. Und, ja, ich kann das nachvollziehen, menschlich nachvollziehen, politisch nachvollziehen, wenn Symbole gesetzt werden durch größere Städte, die sagen, wir wollen ein sozusagen extra Programm auflegen. Ich kann das Symbol verstehen. Aber ich finde, ehrlich gesagt, es ist nicht ganz fair, wenn sozusagen um des politischen Symbols wegen andere dann eben als Kostenträger sozusagen die Veranstaltung bezahlen sollen. Deswegen ist es wichtig, dass wir eingebettet bleiben im europäischen, in der Europäischen Union und im europäischen Kontext. Meine Damen und Herren, im Rahmen des Relocation-Programms sind im Jahr 2017 bisher über 3.500 Menschen aus Griechenland und Italien nach Deutschland umverteilt worden. Wir haben in Hessen 234 Personen aufgenommen. Hinzu kommen noch 15, die heute gekommen sind, die gerade heute wieder in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen aufgenommen worden sind und von dort aus verteilt werden. Wir erfüllen unseren Beitrag innerhalb der Europäischen Union, innerhalb Europas im Sinne der Humanität. Ich finde, da sollten wir eher stolz darauf sein, als dass wir uns hier im Hessischen Landtag dort kleinreden lassen von linken Abgeordneten, meine Damen und Herren. Ich habe mich für die Landesregierung hinreichend zu den Fragen von Rückführung hier geäußert. Deswegen will ich nur eine ganz kurze Bemerkung machen. Wir werden denjenigen, die ein Bleiberecht in unserem Land haben, die Hand ausstrecken. Kollege Bocklet war so freundlich und hat die Programme, die wir dafür angestellt haben, schon alle genannt, kann ich mich darauf beziehen. Wir werden die Hand für die, die Bleiberecht in unserem Land haben, ausstrecken. Und wir werden uns um die Integration bemühen und kümmern. Wir werden dafür eine Menge Geld auch in die Hand nehmen, um denen, die geflohen sind, hier eine gemeinsame Zukunft in unserem Land zu ermöglichen. Aber genauso konsequent, wie wir den Integrationsprozess durchführen, müssen wir konsequent auch diejenigen zurückführen, die kein Bleiberecht in unserem Land haben. Auch das werden wir für die Zukunft organisieren müssen. Und da haben, Frau Kollegin Faulhaber, die Abschiebungen eben keine Priorität. Wir geben einen unheimlich großen Aufwand, leisten wir in der Beratung zur freiwilligen Rückkehr. Wir wollen diesen Abschiebevorgang im Grunde genommen nicht. Niemand möchte den, weder der Abzuschiebende, das ist klar, aber auch diejenigen, die in der Verwaltung sozusagen daran beteiligt sind, sondern wir wollen, dass die Menschen einsehen, wenn sie kein Bleiberecht haben, freiwillig zurückzukehren. Wir leisten sogar Hilfe für diese Rückkehr. Wir geben Geld mit dazu, damit sozusagen dieser Rückweg erleichtert wird. Das ist unser Auftrag, das wollen wir erreichen. Aber das müssen wir auch erreichen, weil ansonsten werden wir die gesellschaftliche Akzeptanz für die Aufnahme von Flüchtlingen, von denen, die wirklich hier einen Fluchtgrund haben und ein Bleiberecht haben, nicht aufrechterhalten können. Und deswegen werden wir an dieser Stelle auch konsequent weiterarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Nunmehr hat sich erneut gemeldet Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, niemand flieht freiwillig. Und deshalb die Antwort auf zunehmende Fluchtbewegungen weltweit sind doch nicht höhere Zäune, Abschottung, Deals mit fragwürdigen Ländern wie Libyen, sondern die Antwort muss doch sein, dass Fluchtursachen bekämpft werden und nicht Flüchtlinge möglichst hinter die Grenzen Europas zurückgedrängt werden.
3.800 Flüchtlinge sind im letzten Jahr im Mittelmeer ums Leben gekommen. Und das ist keine Naturkatastrophe, sondern das ist die Folge davon, dass es keinen legalen Weg nach Europa gibt. Und das wiederum ist die Folge von politischen Entscheidungen, auch der Aushöhlung des deutschen Asylrechts. Wir erinnern uns alle an das Bild des leblosen Körpers des dreijährigen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi. Meine Damen und Herren, das Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum, das Hunderttausende Menschen aus dem Mittelmeer das Leben gerettet hat, das wurde eingestellt. Herr Minister, das sind solche Dinge, die mich dann an den viel gepriesenen humanitären Werten Europas zweifeln lassen, wenn man ein solches Seenotrettungsprogramm einstellt. Und die Begründung war nicht nur finanziell. Es hat 9 Millionen € gekostet pro Jahr. Die Begründung des Bundesinnenministers de Maizière war, Mare Nostrum war als Nothilfe gedacht und hat sich als Brücke nach Europa erwiesen. Meine Damen und Herren, wie zynisch ist das, wenn die Alternative zur Brücke ist, dass mehr Menschen ertrinken? Und wenn man ein Seenotrettungsprogramm, das Hunderttausenden Menschen das Leben gerettet hat, einstellt, dann kann doch keiner sagen, dass man nicht weiß, was die Konsequenz davon ist. Die Konsequenz ist, dass viele Menschen nicht mehr aus dem Mittelmeer gerettet werden. Und deshalb, ich habe in Tunesien ja mit Müttern gesprochen, deren Söhne im Mittelmeer ertrunken sind. Und ich glaube, solche Äußerungen sind so zynisch. Ja, und Herr Bauer, Schlepper. Ja, warum denn Schlepper? Der Linienflug wäre günstiger. Die Fähre wäre auch günstiger. Aber leider ist das ja genau nicht die Möglichkeit, die Flüchtlinge haben. Sie haben ja gar keine andere Möglichkeit. Und Herr Dr. Blechschmidt, ich möchte mich gerne mit Ihnen über Recht und Gesetz unterhalten. Über Recht und Gesetz. In Italien wurden Fischer angeklagt, weil sie Ertrinkende aus dem Wasser gerettet haben. Das mag Rechtslage sein, aber das kann nicht richtig sein. Wenn Recht der Menschlichkeit entgegenläuft, dann Recht und Gesetz werden von Menschen gemacht, und sie werden von Menschen verändert. Ich will nur daran erinnern, dass bis vor ein paar Jahrzehnten, ist noch nicht lange her, in diesem Land waren homosexuelle Handlungen untersagt und strafrechtlich verfolgt. Ich kann jeden verstehen, der sich an dieses Recht nicht gehalten hat, und würde jeden verteidigen. Damit will ich sagen, dass was heute Unrecht ist, früher Recht war und umgekehrt. Recht und Gesetze sind veränderbar, meine Damen und Herren. Und deshalb fragen wir uns doch einmal, wenn Sie den zivilen Ungehorsam ansprechen, fragen wir uns doch einmal, was wir, jeder Einzelne von uns, was wir bereit wären zu tun, um die Menschen, die wir lieben, mit denen wir befreundet sind, mit denen wir zur Schule gehen oder zur Arbeit, was wir tun würden, um diese Menschen davor zu schützen, dass sie in ein Kriegsland abgeschoben werden, in dem es keine medizinische Versorgung gibt. Und der Fall eines jungen Afghanen, der Ende Januar aus Deutschland abgeschoben wurde, der hier in Sicherheit war und nur drei Wochen später durch einen Selbstmordanschlag in Kabul so schwer verletzt wird, dass er Glück hat, dass er überlebt hat. Dieser Mann war in Sicherheit. Und wenn man Menschen in ein Kriegsgebiet abschiebt, dann natürlich gefährdet man das Leben und die Unversehrtheit von Menschen, meine Damen und Herren. Und das gilt für die freiwilligen Ausreisen ganz genauso. Die sind nicht freiwillig, da werden Menschen unter Druck gesetzt. Die sind genauso gefährdet in Ländern wie in Afghanistan, meine Damen und Herren. Und wenn dann noch Bundesinnenminister de Maizière sagt, in Afghanistan sind Zivilisten zwar Opfer von Anschlägen, aber nicht Ziel von Anschlägen, dann frage ich mich, ob er das den Leuten erzählen soll, die in Afghanistan durch Anschläge ums Leben kommen. Das ist doch wirklich keine unmenschliche Politik. Meine Damen und Herren, ich habe heute gelesen, dass in Duisburg eine Schülerin, die in Deutschland geboren ist, aus dem Unterricht geholt wurde, um am Nachmittag mit ihren Eltern zusammen abgeschoben zu werden. Da kam am Ende ein Seelsorger und ein Notarzt zum Einsatz, weil die Schülerinnen und Schüler so schockiert waren. Ähnliche Fälle haben wir in Hessen auch schon gehabt. Und deshalb, ich kann das verstehen, und ich finde es gut, wenn Schülerinnen und Schüler sich solchen Abschiebungen entgegensetzen, wenn sie versuchen, dann durch Blockaden wie gestern in Nürnberg solche Abschiebungen zu verhindern. Kollegin, kommen Sie bitte zum Ende. Und ein Letztes.
wenn es Initiativen gibt von Oberbürgermeistern wie aus Darmstadt, aus Marburg, wenn es Kommunen gibt, die sagen, wir haben leerstehende Einrichtungen und wir wollen Menschen aus dieser katastrophalen Frau Kollegin, allerletzter Satz. Lagern holen, dann sollte man diese Angebote doch annehmen und sie nicht zurückweisen als Landesregierung. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Beratung dieser beiden Tagesordnungspunkte. Mir ist mitgeteilt worden, dass beide Anträge in den Innenausschuss überwiesen werden sollen. Das erfolgt dann so. Damit sind wir am Ende der für den Vormittag vereinbarten Tagesordnung angekommen. Wir treten in die Mittagspause ein, und ich unterbreche die Sitzung bis 14:40 Uhr.